Haha! Warte, ich kann auch die Lampe anmachen. Hier, guckt mal, er bohrt! Der Portable Miner, er bohrt! Moin, seid ein herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar Satisfactory. Das neue Spiel, in dem es darum geht, Produktionslinien auf einem fremden Planeten aufzubauen. Ist ein bisschen wie Factorio in 3D, in einer coolen 3D-Grafik. Und das wollen wir uns jetzt mal gucken. Das ist ein Test-Weekend. Das Spiel wird am 19. März rauskommen und man kann jetzt schon vom 8. bis zum 11. über das Wochenende das Spiel testen, streamen und auch in Videos vorstellen. Deswegen gehe ich jetzt mal gleich auf neues Spiel. Und genau, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, nur eine Startzone sozusagen auszuwählen. Im Early Access Launch hat man dann die beiden anderen Zonen auch noch zur Verfügung. Los geht's! Welcome back, Spielbär! Oh mein Gott. Oh, ich kann mich bewegen. Ich sitze in einem... Attention Pioneer. The was? Following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ein ultimately Tutorial. Accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Warum muss ich gerade an Fallout denken? Check the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. Automatisierung und Augmentierung. That's it. Get to work and be effective. Wir müssen automatisieren und augmentieren. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Oh. Oh. Oh, oh Feuer. Atmosphäre, wir können die Atmosphäre sehen, jetzt hier den Himmel. Oh. Oh mein Gott. Bäume. Gras. Ein Fuchs, da ist ein Fuchs. Da läuft was, habt ihr es, seht ihr das da? Da läuft ein Fuchs. Aus dem Fenster, da läuft ein Fuchs. Kann ich aufstehen? Oh ja. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Der Anfang ist schon mal sehr gut inszeniert, muss ich mal sagen. Remember, efficiency first. Godspeed. Freefall Tower, genau, da muss ich auch gerade dran denken. Herrlich. Man kann das Spiel auf Deutsch stellen. Oh, das mache ich gleich. Moment. Guter Hinweis auf jeden Fall. Sekunde. Da hinten ist der Fuchs. Ich will den Fuchs mal testen gleich. Warte mal. First objective. Please ah, ja, dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Ah ja, ich soll den. Note: Fixit Incorporated is cost effective and efficient. We do not waste. Ich soll den drop pod zerlegen. Das mache ich aber jetzt erstmal noch nicht. Ich will mir jetzt erstmal hier ein bisschen die Umgebung machen. Press E to pick. Barrel Nut, eine Nuss. Ich habe eine Nuss gesammelt. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Also die Welt sieht schon mal sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Sieht sehr cool aus. Ob ich da überall hinlaufen kann, da am Horizont? Wo ist denn jetzt dieser Fuchs? Ich habe den gerade eben noch kurz gesehen. Ah, da hinten. Ich will mir mal die Wesen angucken, die hier so rumlaufen. Ah! Oh, ah! Oh, das ist gar kein Fokus. Oh, wie er zurückweicht! Ist das niedlich. Ich kann ihn petten. Nein, warte doch! Lauf nicht weg! Bleib stehen! Warte! Ich hab Nüsse für dich! Guck! Press E.
Ich will ihn petten. Warum kann ich das nicht? Ich habe E gedrückt. Ich kann ihn nicht streicheln. Er weicht von mir zurück. Ich glaube, wir müssen vorher noch irgendwas anderes machen, dass ich mit dem interagieren kann. Irgendwie geht das noch nicht. Wenn ich E drücke, passiert nichts. So, dann gehen wir mal zurück. Wir machen mal jetzt den Pott kaputt. Wundervolle Natur. Lasst uns eine Fabrik bauen. Genau, das ist das Motto hier. Schöne Natur. Wunderschöne Umwelt. Lasst sie uns zerstören. Oh, ein fliegender Manta. Ihr merkt schon, ich komme nicht zum Bauen gerade. Es wird nichts, glaube ich. Das können wir vergessen. Jetzt ständig wird irgendwas vorbeigeflogen kommen, wo ich mir denke, boah, was zur Hölle. Genau so. Alter, guckt euch das mal an. Fliegender Manta. Das sieht ein bisschen aus wie hier der Titan aus Extinction hier. Der Desert Titan. Aus Ark Extinction. Ich muss da irgendwie gerade voll dran denken. Das ist ja grotesk. Das sieht aus wie ein Vogel. Ah! Oh! Ah! Was? Nein! Hilf mir! Ah! War der. Nein! Nein, nein, nein! Boah! Geh weg! Aus! Ah! Nein! Was ist. Nein, dieses Dampf! Ah! Oh nein, ich glaube, das ist nicht gesund hier. Aber vielleicht kann ich das Vieh dabei abhängen. Oh nein, kann ich nicht. Es ist zu schlau. Ah, ich muss es loswerden. Geh weg. Ja, lauf, genau, glaube ich. Ah! Schnell auf den Stein hoch, da kann es mir nichts anhaben. Ah, ich hab's besiegt, guck mal. Und jetzt? Kleines Schweinchen. Was tust du jetzt? Was wirst du tun? Ja, komm doch. Mach doch, komm. Versuch's doch. Ah! Wie es da oben steht. Ich bin der König der Welt. Ach, lass mich doch. Nein, ich muss es irgendwie an den Steinen abhängen. Es kann nicht über Steine laufen. Ich kann... Oh nein, nicht schon wieder hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht sterben jetzt. Ich glaube, ich habe es abgehangen. Jetzt muss ich schnell wieder zurück zum Boot. Es ist wie auf Pandora. Alles will einen töten, ja. Jenseits dieser Mauern wird alles versuchen, sie zu töten. Was Zähne und Beine hat. Irgendwie so ähnlich war das doch. Sie sind nicht mehr länger in Kansas. Und tot in 3, 2, 1. Nein, ich bin dem Tod von der Schippe gehopst, ja. Oder vom Stein, je nachdem, wie man es betrachtet. Da hinten ist mein Boot. Ich glaube, ich gehe lieber mal zu meinem Boot. Besser ist es. Und dann machen wir mal F to enter Dismantel-Mode. Dann dismanteln wir das mal. Also dismanteln heißt auseinandernehmen. Du müsstest eine Waffe haben. Naja, ich habe zumindest das hier. So, hold left mouse button to dismantle. Also linke Maustaste, um auseinanderzunehmen. Alle. Was ist denn das? Ein Dodo! Da war ein Vogel. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. So, so. Was? Ich habe ein Tab to open inventory. Ah ja, und was ist das? Das ist meine Waffe, oder? Xeno Zapper. Und wie kann ich das jetzt auf dem Shortcut legen? Ah, nee, hä? Was habe ich? Ach, ich habe es weggeworfen, um Gottes Willen. Nein. Wie kann ich denn das jetzt hier... Kann ich das so ziehen? Nee. Ach so, nee, warte mal. Ich muss es mit E... Track equipment to your hand. Ach so, alles klar. Ich muss es in meine Hand ziehen, okay? Ah. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Tja, jetzt werden sie nie wieder einen Mann angreifen, der einen Positronenkollidierer bzw. Elektroschocker in der Hand hält. Haha, pass mal auf. Es wird zurückgeschlagen, jetzt wird zurückgeschockt. Press C to start scan. Ah, scanning for iron ore. Ui. Was? Ping hat's gemacht. Da ist Ping. Da ist Ping.
Da ist Ping. Ich sollte vielleicht nicht zu weit weggehen. Oh Gott, was ist das? Was ist... Nee, oder? Ah! Boah, das schießt! Ah! Was ist das? Ah, was ist das? Ich hab's genommen. Mercer Sphere. This object emits gravitational radiation. Initial scans reveal an inner vein-like structure filled with liquid gallium. Purpose and origin unknown. Further analysis required to determine application. Oh, hab gleich was Besonderes gefunden. Genial. Ah! Ja! Ah! Ah! Sie schießen auf mich! Ich muss gegen irgendwelche Steine laufen, damit ich sie abhängen kann, glaube ich. Warte mal, ich probiere jetzt mal. Stirb! Ah, ich bin gleich tot! Mein Elektroschocker bringt gar nichts! Ah! Gar nichts bringt das! Das ist wie, keine Ahnung, da kann ich auch mit Platzpatronen schießen hier. Da kann ich gar nichts machen. Weg! Eisen! Oh nein! Ah! Ah, Hilfe! Hey, was ist das? Oh nein! Es hat Beine! Ah! Alles schießt auf mich! Hilf mir! Lauf! Nimm mich hoch, nimm mich hoch! Oh nein, es nimmt mich wirklich hoch. Ah! Ah! Ah nein, es gast ab! Nein! Ich bin tot! Hey, nice to see you again. Welcome back, Spielbär. Okay, erster Tod, ne? Wisst ihr Bescheid. Puh, Gott, okay, also... Oh. Ein Vögelchen. Nein, meine Items! Die sind jetzt weg. Wo bin ich gestorben? Na toll, jetzt muss ich die wiederholen, oder was? Hoffentlich campen die da jetzt nicht, die Viecher. Oh nein. Nein, nein! Nein! Nein, nein, nein! Boah! Ein Chocobo, was? Nein, ah! Oh! Ah! Voll reingelaufen. Ja, lauf, lauf, lauf! Nein, ah! Ah! Shit! Schnell einfach durchrennen. Ich habe ja keine Stamina. Ich kann unendlich lange rennen. Das sollte ich ausnutzen, definitiv. So, wo ist meine Leiche? Oh nein. Hier bin ich irgendwo gestorben. Da! Nee, das ist ein Ast. Wo bin ich denn hier gestorben? Irgendwo hier bin ich gestorben. Wo war das? Wo ist das? War das hier? Man sieht's halt nicht. Ah! Hier ist halt so viel Gestrüpp. Habe ich genau richtig gemacht, dass ich ins Gestrüpp gelaufen bin. Ah! Ah! Ich will wieder nach Hause. Der Planet ist doof. Ah, Hilfe! Oh nein! 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 Es verfolgt mich! Nein, ich kann hier nicht. Ah! Ich scanne mal, ne? Hallo? Oh. Nein, 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 hör auf damit! Nein! Ah! So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt nochmal einen neuen Spielstand gestartet, weil bei mir irgendwie die Leiche weggebackt ist. Irgendwie, wo die Teile drin sind, die ich aus dem Abbau dieses Dropports bekommen habe. Und ja, da konnte ich natürlich dann auch nicht mehr bauen, so richtig. Deswegen müssen wir das hier jetzt mal dismanteln nochmal. Und jetzt haben wir nämlich die Teile im Inventar, die wir brauchen. Nämlich diese Kiste. Ich frage mich gerade, ob es Eisen irgendwie noch ein bisschen näher dran gibt. Und vor allem, ob es mal eine Eisenquelle irgendwo gibt, wo nicht direkt irgendwelche hässlichen Viecher am Start sind irgendwie. Weil das ist eben beim letzten Mal irgendwie das Problem gewesen, dass ständig an den Eisenquellen irgendwelche Viecher campen, die mich dann direkt töten irgendwie. Die auch direkt aggro sind. Also ich weiß nicht. Okay, warte mal, da oben ist 280 Meter. Oben habe ich ja einen Kompass. 243 Meter. Hier ist es ein bisschen friedlicher. Genau, hier ist Eisen. Sauber. Jetzt klappt das hier. Jetzt läuft das. Genau, da meißeln wir mal ein bisschen. Nein, das kann doch nicht sein, ey. Wo kommt ihr denn immer her? Stirb.
To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Was? Analyse empfohlen. Okay, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt analysieren? Okay. Wird nicht gesagt irgendwie. Gut. Jetzt bauen auf jeden Fall. Jetzt können wir auch bauen. Jetzt habe ich nämlich die Teile. Guckt mal. Dann bauen wir jetzt hier unsere erste Fabrik auf. Direkt beim Eisen. Das ist doch gut. Genau, jetzt habe ich hier. Was ist das jetzt? Congratulations. You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Ah ja. Hub Feature Hub Terminal. Fifth Objective Hub Upgrade Storage and Power. Note: The Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Sehr gut, okay. Upgrade the Hub by using the Hub Terminal. Also, wir müssen das jetzt upgraden. Das ist unsere Crafting Bench. Und unser Hub Terminal ist hier. Das müssen wir jetzt upgraden. Craft Parts at the Craft Bench. Gucken wir mal, was können wir denn machen? Wir haben jetzt Iron Ingots, genau. Iron Ingots können wir mal machen. Ah ja. Sehr gut. Wir haben 4 Iron Ingots jetzt gemacht. Jetzt können wir da Iron Plates draus machen. Oder Iron Rod. Ich mach mal einen Plate. Okay, jetzt habe ich 2 Plates gemacht. Egal. Dann hole ich mal noch ein bisschen Eisen. Ich glaube, wir brauchen ganz viel Eisen. Eisen! Mehr Eisen. Schön meißeln hier. Schön freimeißeln. Und dann gucken wir uns das mal an, was wir jetzt dann hier machen können. Hoppla. Select Tier. Oder Tier. Tier 0. Hub Upgrade 1. Ah. Craft Bench. Equipment Workshop. Smelter. Smelts Ore into Ingots. Portable Miner ist, glaube ich, gar nicht schlecht, oder? Das sollten wir mal machen. Milestone Cost. Okay, wir brauchen 10 Rods. Hub Upgrade 2. Inventory Slots, Constructor, Power Pole. Das ist noch gelockt, genau. Also für den automatischen, tragbaren Bohrer quasi brauchen wir auf jeden Fall 10 von diesen Rods. Gut, dass ich die Plates gemacht habe am Anfang direkt. Dann nehme ich jetzt gleich nochmal ein bisschen Eisen. So, hoppla. Mehr Eisen. Und dann machen wir uns hier diese Rods. Und gucken wir mal, ob wir 10 zusammenkriegen. Und dann upgraden wir erstmal direkt das Terminal. Also, Bench. Iron Rod. Can't afford Recipe. Hä? Ach so, da brauche ich die Plates dafür, oder was? Nee. Iron Ingot. Ach ja, stimmt. Nee, ich muss... ich muss erstmal Ingots herstellen, meine Güte, aus dem Eisen. So war das ja. Ich kann ja nicht einfach Roheisen verarbeiten direkt. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt können wir 12 von den Rods herstellen. Das mache ich jetzt gleich mal. So, da haben wir es doch schon. Nicht schlecht. Dann machen wir uns doch gleich mal hier so ein Portable Miner. Genau, Select Milestone. Hub Upgrade 1. Waiting for resources. Ach so, das betrifft alles. Jetzt checke ich das. Ah. Upgrade Hub. Jawohl. Hub Upgrade 1. Nice. Ich muss sagen, das System ist recht leicht zu durchschauen eigentlich. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Biomass Generator. Hub Feature Personal Storage. Scanner Feature Copper. Okay. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Sehr gut, wir haben jetzt... Sixth objective, hub upgrade, construction. Note, buildings to a generator for power. Schön. Note, buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Okay, wir sollen für optimale
Resultate den automatischen Schmelzer nehmen und die tragbaren Bohrgeräte, damit wir möglichst schnell Ressourcen bekommen. Das ist witzig. Man muss ja auch mal sagen, das sind ja die Macher von Goat Simulator, die das Spiel hier entwickeln. Ne? Und man sieht es hier wieder, der Humor ist eindeutig da auf jeden Fall. Wenn man sich das hier mal anguckt, hier ist ein Warnschild, dass hier eine Kante ist, wo man stolpern kann, wenn man nicht aufpasst. Sehr schön. Herrlich. So, was war jetzt? Hold C to switch what resource to scan for. Okay. Ah, jetzt haben wir auch Kupfer zur Verfügung. Guck mal, jetzt können wir auch nach Kupfer scannen. Und da hinten gibt's Kupfer sogar. Gar nicht mal weit weg. 181 Meter. Okay. Und, wir müssen jetzt den Portable Miner im Equipment Workshop herstellen. Das ist hier hinten, oder? Der Equipment Workshop. Biomasse Burner. Das ist ja interessant. Was kann ich denn da brennen? Was kann ich denn da machen? Da kann ich irgendwie Biomasse verarbeiten zur Energie, wie es aussieht. Aber momentan brauchen wir noch keine Energie. Oder brauchen wir Energie? Gute Frage eigentlich, ne? Equip portable miner and place it on a resource node. Wo ist denn mein Bauteile... Crafting-Dings eigentlich. Wo kann ich denn... Also Bauteile hier, ja, das ist die Bench. Aber wo kann ich denn die Gerätschaften dann bauen? Ich kann ja an der Bench nur Einzelteile bauen. Aber wo kann ich denn dann die Geräte zusammenbauen? Build an Equipment Workshop. Ach so, den Equipment Workshop muss ich noch bauen. Aber wo mache ich denn das? Mache ich das hier? Equipment Workshop. Wo kann ich das denn bauen? Ach ja, nee, stimmt, mit Q, ne? Ah ja, genau. Mit Q kann ich ja die Gebäudeteile auswählen. Stimmt, Equipment Workshop. Was brauchen wir dafür? Missing Iron Plate 6 und Iron Rod 6. Okay, wir brauchen mehr Eisen, alles klar. Verstehe. Okay, Blätter kann ich in diesem Biomasse-Dings verarbeiten. Alles klar. Jetzt brauchen wir mal erstmal Eisenerz. Du solltest immer sehr viele Blätter mitnehmen. Alles klar. Und wie kriege ich die einfach die Pflanzen hier abkrabbeln? Oder, ah ja, pick up leaves. Okay, ich sehe schon. Alles klar. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Oh ja, ich sehe schon. Da kann man ja alles abmähen hier. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Nicht schlecht. So, gucken wir mal. 87 Leaves habe ich. Ah. 20 Megawatt. So muss das sein. Perfekt. So, jetzt nehmen wir uns hier nochmal die Plates und die Rods raus. Also wir haben zwei Rods und zwei Plates. Wir brauchen aber 6. Okay, also nochmal 4 von jedem. Dann machen wir das mal. Also erstmal die Ingots natürlich. Machen wir mal die Ingots. Können wir ja komplett durchcraften lassen hier. Also. 4 von jedem. 1, 2, 3, 4, genau. Und hier auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Na okay, jetzt habe ich ein paar mehr gemacht, egal. Gut, dann bauen wir das mal. Also, Q. Workshop. Ja, den kann ich, okay, den kann ich jetzt hier einfach so irgendwo hinbauen. Ah, so kann ich es drehen, okay. Das will ich so bauen. Jawoll. Dann gucken wir mal, was können wir jetzt hier machen. Portable Miner. Wir brauchen 4 Iron Plates. 8 mal Draht. Kupferdraht ist das wahrscheinlich, ne? Und Kabel 4. Okay, kann ich das jetzt hier schon reinziehen? Nee. Okay. Egal, ich schau mal, was ich für Draht und für Kabel brauche. Kupfer... Wir brauchen Kupfer. Scannen wir mal. Wo ist Kupfer nochmal gewesen? Da hinten, genau. Da laufe ich jetzt mal hin und hole mal ein bisschen Kupfer. Die Schwerkraft scheint auch ein bisschen niedriger zu sein. Ne? Man kann so hoch springen irgendwie. So, dann nehmen wir mal richtig was mit, würde ich sagen. Oh, guck mal, wir kriegen gleich 2 Einheiten, wenn wir das abbauen. Oben, wie gesagt, nochmal zur Erklärung, könnt ihr gucken,
wo der nächstgelegene Punkt ist. Wie gesagt, der Kompass oben ist manchmal ein bisschen schlecht zu sehen, finde ich. Also je nachdem, wie es Licht fällt, hier gegen die Wolken sieht man es ein bisschen schlecht. Aber hier sieht man es jetzt so ein bisschen. Bin ich gerade angeknurrt worden, gerade eben? Ich glaube schon. Egal. Wir haben genug Kupfer jetzt, hoffe ich, um das jetzt erstmal zu machen, was wir brauchen. Dann machen wir mal die Komponenten. Also, wir brauchen, genau, erstmal Copper-Ingots. Ist witzig, man muss die linke Maustaste gedrückt halten, um zu craften. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, das sind ja schon 24, um Gottes Willen. Dann reicht's ja, dann ist ja gut. Dann können wir das ja so machen. Genau, dann haben wir es doch schon, oder? Und nochmal Plates. Nice. Und dann machen wir einen Portable Miner. Jawoll! Nice. Und den kann ich jetzt aufbauen? Equip Portable Miner and place it on a resource node. Equip mal den mal. Ah, jetzt habe ich den in der Hand, alles klar. Dann platzieren wir den mal hier beim Eisen, oder? Das scheinen wir ja doch recht häufig zu brauchen. Linker Maus. Ah, okay, alles klar. Ah, oh! Oh mein Gott. Sehr cool. Boah, voll gut animiert. Voll gut. Ja, er bohrt. Er bohrt, er bohrt. Nice. Haha. Warte, ich kann auch die Lampe anmachen. Hier, guckt mal, er bohrt. Der Portable Miner, er bohrt. Wir haben's. So, und dann Build Smelters to Automate Production of Ingots. Dann brauchen wir jetzt noch einen Smelter. Das ist jetzt die Frage, kann ich den auch hier bauen? Nee. Portable Miner, genau. Build Smelters to Automate Production of Ingots. Use Biomass Burner to Power Supply. Wie sieht es eigentlich da aus? Der hat immer noch Energie, oder? No connection. Muss ich das erst noch verbinden irgendwie? Ich hab ja hier unten links habe ich ja Verbindungen. Powerline. Genau. Und kann ich das... Wie kann ich das verbinden dann? Ach so, mir fehlt da noch was. Concrete fehlt mir. Okay. Na gut, dann kann ich das nicht machen. Alles klar. Und wo kann ich jetzt diesen Smelter bauen? Wo geht das jetzt? Warte mal. Ach ja, nee, das muss ich auch wieder mit Q machen, ne? Ja, hier, genau. Ah, Mann. Okay, wir brauchen Rods und wir brauchen Kupferdraht noch. Also, hallo? So, nein. Jetzt. Kupferdraht und Rods. Rods. Wir brauchen Rods. Wir brauchen War Machine hier. So, haben wir jetzt schon Eisen bekommen? Pickup Miner. Ein Ohr pro Sekunde. Ah ja, hier. Ganz viel. Boah, wir haben voll viel. 45 hat er schon gefarmt. Nicht schlecht. Der Wahnsinn. Okay, dann verarbeiten wir das mal zu Ingots. Ich verstehe jetzt auch, warum wir den Smelter brauchen, weil das ganz schön lange dauert, diese ganzen Ingots manuell herzustellen aus dem Roheisen. Ne? Das ist ganz schön lange hier. Ich glaube, das reicht schon. Machen wir mal die Rods. So, dann haben wir es doch, oder? Wenn ich jetzt Q drücke. Smelter, genau. Den baue ich mal in die Nähe von dem... von dem Resource-Ding. Bestimmt muss ich da dann eine Verbindungslinie bauen. So ein Förderband oder so. Ja, nicht schlecht! Unser erster Schmelter, so, der hat jetzt keinen Saft. Genau, der ist jetzt hier rot. Der ist nicht gepowert. Hier sehen wir es auch, da ist der Stromanschluss, ist nicht gepowert, ja. Also da Strom, nicht gepowert. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Leitung legen. Das habe ich jetzt schon kapiert soweit. Genau, und dann, jawohl, sauber. Jetzt ist er aktiv. Genau, und jetzt müsste man irgendwie... Jetzt müsste man da noch irgendwie in der Lage sein, den automatisch zu beliefern mit Ressourcen. Also man müsste irgendwie gucken, dass man von hier jetzt
einen Förderband legt und das dann hier reinlaufen lässt, damit man den dann automatisch befeuern kann mit Zeug. Und ich bedanke mich an der Stelle bei Valnar Darnus, der ein Twitch Prime-Abo dagelassen hat. Ich danke dir. Sieht schon nice aus, oder? Also ich muss sagen, jetzt habe ich es auch so langsam drauf. Ne, also so ein bisschen so die Grundlagen habe ich jetzt drauf. Build Smelters to Automate Production for Ingots. Genau, wir automatisieren das jetzt mal. Moment mal, ist der Biomasse-Dings überhaupt aktiv? Sieht soweit erstmal ganz gut aus. Ich hole mal noch ein paar Blätter. Und dann packen wir gleich mal ein paar Ingots oder ein paar Rohmetalleinheiten rein. In den Smelter und gucken uns das mal an, wie schnell das geht. Wie schnell der das verarbeitet. Das interessiert mich mal. Also, Biomasse-Burner. Nimm das. Genau. Capacity 20 Megawatt. Produktion. Okay, es gibt keinen Graphen, alles klar. Rell. Rell. Also, mal gucken. Ingots brauchen wir. Beziehungsweise Roheisen. Aber Roheisen habe ich ja jetzt. Und wie kann ich das jetzt da machen? Ah. Iron Ore. 30 pro Minute. Wenn ich das jetzt hier reinziehe. Ah. Jawohl, ja. Das läuft. Nicht schlecht. Genau, wenn er grün ist, dann ist er an. Dann ist er aktiv. Wenn der Leuchtstab da grün ist. Wenn er rot ist, ist er nicht aktiv. Okay. So, dann gucken wir mal. Wir haben ja hier bestimmt wieder... Oh, jawohl. Guckt euch das mal an hier. Nicht schlecht. Können wir hier gleich wieder reinziehen. Kriegen wir mehr Ingots. Dann sollten wir vielleicht fürs Kupfer auch noch so einen automatischen Drill bauen hier. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Dann haben wir dann gleich beide Ressourcen am Start. So, da brauchen wir nochmal ein bisschen Draht und ein paar Plates, genau. Draht ist ja kein Problem. Haben wir. Und jetzt noch Plates. Ein paar Plates. Boah, mit dem Eisen hier nicht schlecht. Jetzt läuft das hier richtig. Die Fluttore sind geöffnet. Plates. Sauber. Und wir machen einen weiteren Portable Drill. Jawoll. So, dann gehe ich mal zum Kupfer und platziere das Ding. Da steigt die Umweltverschmutzung. Das ist nicht Eco hier, ja? Ich weiß gar nicht, gibt es dann auch Auswirkungen auf den Planeten, wenn man zu intensiv und gierig schürft? Das wäre mal eine interessante Frage. Ob sich das dann auch auswirkt auf die Umwelt oder ob das nicht so ist wie bei Echo oder ob es so ist wie bei Echo. Wäre mal sehr interessant, diese Frage. So, dann hoffe ich mal, hier kommt jetzt kein hässliches Vieh. Doch, da kommt ein hässliches Vieh. Ich will eigentlich gerade mal schnell das Ding hier platzieren. Oh, ich sollte versuchen, warte. Ich sollte das Tier töten hier, glaube ich, oder? Ja, der... Ich weiß nicht, ob der sonst meine Maschine angreift, ne? Stirb. Stirb. Alter, oh, er kann auch mit der Faust schlagen? Okay. Wo ist es denn jetzt? Ach, hier. Stirb halt. Ja! Nice. Haha. So muss das sein. Mensch über Natur hier. So, dann nehmen wir schon mal ein bisschen Kupfer mit. Wie hoch ist eigentlich die Inventarkapazität von diesen Drills? Wenn es ein Schadensmodell für die Umwelt geben sollte, wir sollten den schönen Anblick noch genießen, solange er sich noch bietet. Ja, genau. Wer weiß, wo das hier noch hinführt. Ihr wisst ja, bei mir eskaliert das ganz schnell mal. So, dann bin ich jetzt gespannt. Jetzt haben wir automatisches Schmelzen. Sie ist jetzt am Start, genau. Der blinkt jetzt gerade gelb. Warum blinkt er gelb?
Hat er zu viel? Aber er hat nichts mehr. Okay, dann lassen wir ihn jetzt nochmal Kupferingots machen. Okay, merken. Gelb blinken heißt, er hat keine Rohstoffe mehr. Muss ich mir auch alles erstmal wieder drauf schaffen, wie die ganzen Gerätschaften mit mir kommunizieren wollen. So, dann schauen wir doch mal. Was können wir denn jetzt noch machen? Powerlines, Special. The Hub. Das ist ja das, was wir hier jetzt schon am Start haben, oder? Ja, ich glaube schon. The Hub ist das, was wir schon haben. Alles klar. Nee, wie geht's jetzt weiter? Jetzt könnten wir upgraden schon wieder, oder? Hoppla. Für den nächsten Meilenstein brauchen wir Iron Plates, Rods und 50 Wires. Ja, das kriegen wir doch hin, oder nicht? Das kriegen wir doch hin. Guck mal, Plates. Da haben wir sie doch schon. Die Plates. Plates haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Rods. Und jetzt brauchen wir noch die Wires. Das war's schon, glaube ich, oder? Jetzt haben wir alles. Ah, nee, wir brauchen 50 von den Copper Wires, okay. Dann nehme ich mir hier mal das geschmolzene Kupfer raus. Wunderschön. Und dann haben wir doch genug jetzt, oder? 50 Wires werden gebraucht. Haben wir. Haben wir. Und Select Milestone. Put Resources. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Und Upgrade Hub. Juhu. Stufe 2 to go. Ja, die Upgrade-Stufen. Congratulations. You have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Die Upgrade-Stufen. Seventh objective. Hub upgrade, conveyor belts. Note, ich komme nicht zum Reden. Use power poles to expand the power network for optimal results. Sehr schön. Note. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Alles klar. Die Upgrade-Stufen von diesem Hub, die sind auf 3 limitiert. Also das heißt, in dieser Testversion, dem Testwochenende, kann man nur 3-mal upgraden. Das heißt, wir haben jetzt schon das zweite. Das heißt, wir sind jetzt schon sehr weit eigentlich. Und ja, es gibt im fertigen Early Access Release dann entsprechend 6 Upgrade-Stufen. Das heißt, das zeigt euch mal so ungefähr, wo wir jetzt gerade stehen, so. Also sowohl in dem Testwochenende als auch in dem Spiel insgesamt, so. Also das ist schon gar nicht schlecht. So, wir müssen jetzt Constructors bauen, um die Produktion von simplen Teilen zu automatisieren. Wir können auch Power Poles bauen, um unser Powernetz, also unser Energienetz, abzugraden oder auszudehnen. Und wir können unsere Produktion upgraden, damit es schneller geht. So, das ist jetzt die Frage. Jetzt können wir ja auch Schrauben herstellen. Das lobe ich mir mal, ja? Da muss man Schrauben nicht suchen, da kann man sie einfach herstellen. Das ist gut. So muss das sein. Zement können wir jetzt herstellen. Biomasse aus Blättern und genau, den Rest Reinforced Iron Plate. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, was kommt denn jetzt als nächstes, wenn wir jetzt bei den Power Poles, genau, Produktion, Constructor. Das brauchen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir Cable, die haben wir. Und wir brauchen Reinforced Iron Plate. Und für eine Reinforced Iron Plate brauche ich wahrscheinlich Zement. Nee, Schrauben. Und Plates. Dann stellen wir mal noch ein paar Plates her und dann noch ein paar Schrauben. Und wir können es nicht machen. Genau, wir brauchen noch mehr Rods für die Schrauben. Sehr gut. Und jetzt können wir es machen. 2 haben wir jetzt, oder? Reinforced Iron Plate, ja. Haben wir. Und dann haben wir doch jetzt alles. Dann können wir das doch bauen. Can't afford. Ach nee, ach, 3 brauchen wir. Wir brauchen 3. Okay, habe ich nicht gesehen. Alles gut.
So, haben wir. Wir haben die dritte gebaut. Konstruktor. Ich baue den mal. Wir machen das mal in so einem Halbkreis. Kann ich den Strom denn von hier aus auch legen? Wenn ich jetzt sage Powerline. You can't connect more lines to this connection. Ach so, jetzt muss ich einen Turm aufbauen und von dem aus kann ich dann wahrscheinlich mehrere Linien abzweigen lassen, richtig? Machen wir das doch mal. Kupferdraht. Am besten auch noch ein paar Rods. Und Concrete brauchen wir. Was ist denn Concrete? Wo finde ich das denn? Limestone. Mal gucken. Kann man danach scannen? Ja, Limestone. Oh, das ist direkt nebenan. Ist direkt hier unten. Ich bin Andi, hat mit Twitch Prime abonniert. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, da unten ist Limestone. Okay. Natürlich sind da wieder hässliche Viecher. Warum auch nicht? Warte. Ah, nein, ich kriege ja Fallschaden, oder? Ah, nee, doch nicht. Alles gut. Du kleines Schweinchen. Lässt du das? Ich schock dich. Ja, aber ich habe doch nicht gewusst, dass sie mir Elektroschocks geben würden. Haha. So. Gewonnen. So, dann nehmen wir uns hier mal ein bisschen was mit. Da ist es, glaube ich, auch ganz schlau, so einen automatischen Bohrer noch aufzustellen, oder? Damit wir das nicht immer per Hand farmen müssen hier. Aber ich nehme jetzt einfach mal einen Schwung mit. Aber jetzt geht's doch vorwärts, oder? Jetzt habe ich es so ein bisschen umrissen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Dann laufen wir mal wieder hoch. Ja, ich muss sagen, ich finde das schon echt cool bis jetzt. Also mal so ein kleines Zwischenfazit. Ich meine, ja, die Fauna und Flora ist aggressiv, aber mit dem Elektroschocker kann man zumindest die kleinen Viecher jetzt ganz gut auf Abstand halten. Und das System mit dem Bauen und Verbinden und so, das ist schon alles ziemlich spannend eigentlich. Es läuft gut von der Hand eigentlich, wenn man es so... Man kommt recht leicht rein. Das finde ich immer gut, wenn man leicht reinkommt. Wenn das nicht so eine Wand ist, die sich vor einem aufbaut und man eigentlich keine Ahnung hat, wie man eigentlich vorgehen soll. Ich finde schon, dass es ganz gut klappt eigentlich. Oder? Wie seht ihr das? Also ich finde das schon recht intuitiv, sagen wir es so. Power Pole. Das ist jetzt die Pole Position hier. So, genau. Jetzt kann ich nämlich hier Energielinien abzweigen lassen. Und das ist nämlich das Wichtige, was wir machen müssen. So, genau. Jetzt haben wir die abgetrennt. Und jetzt kann ich sagen, mach die Powerline. Genau, dahin. Sauber, genau. Dahin und dann... Warte, auf die Seite noch. Dahin. Was? Missing Cable. Ach so. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein Kabel. Das heißt, wir machen... Genau, ein Kabel. Oh, jetzt habe ich zwei gemacht. Egal. So, und so, wunderbar. Haben wir beides gepowert. Ja, perfekt. Genau, jetzt können wir hier... Ah, hier können wir jetzt die Teile automatisiert produzieren, richtig? Da kann ich dann jetzt sagen, zum Beispiel, mach mir Iron Plates und mach mir ganz viele davon, wenn ich dir ganz viele Ingots gebe. Genau. Da muss ich es nicht selber machen. Toll. Wunderschön. Wenn man dann große Mengen zum Beispiel von was braucht. Und davon sollte man dann wahrscheinlich auch mehrere bauen am besten. Also für jedes Teil, für jedes Element dann wahrscheinlich eins. Sehr gut, damit haben wir unsere Produzenten mit Strom versorgt. Und jetzt geht's aber erstmal richtig los, meine lieben Freunde. Denn wir haben ja noch lange nicht sowas wie Förderbänder und automatisierte Lager und sowas gebaut. Das kommt dann alles in den nächsten Folgen, Satisfactory. Seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Sagt mir auch gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt's mir in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, ob ihr mehr dazu auch gerne sehen möchtet. Und ich würde sagen, an der Stelle ist diese Folge zu Ende. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Satisfactory. Bis dann, ciao, ciao.